Chelicerata. Die Chelicerata sind eine große Gruppe innerhalb der Arthropoda. Sie umfassen die Merostomata, die Pantopoda und die Arachnida. Die Arachnida werden aber in einem eigenen Film separat behandelt. Den Chelicerata fehlen die ersten Antennen und das folgende Extremitätenpaar ist zu Cheliceren umgewandelt. Der Kopf ist mit zwei Segmenten verschmolzen und bildet das Prosoma. Am Prosoma befinden sich sechs Extremitätenpaare und es besitzt ein Rückenschild, das sogenannte Peltidium. Dieses Peltidium kann nochmal in Pro-, Meso- und Metapeltidium segmentiert sein. Das Opisthosoma ist segmentiert und ohne Extremitäten. Am zweiten Segment befindet sich die Geschlechtsöffnung. Das Herz der Chelicerata befindet sich im Opisthosoma. Die aquatischen Merostomata umfassen die Eurypterida und Xiphosura. Eurypterida sind bereits vor über 300 Millionen Jahren ausgestorben. Die rezenten Fallschwanzkrebse, Limulus polyphemus als Beispiel, ähneln noch heute den Fossilien, die bereits 300 Millionen Jahre alt sind. Daher werden sie oft auch als lebende Fossilien bezeichnet. Fallschwänze besitzen ein großes Prosoma mit relativ kleinen Cheliceren. Die ersten vier Beinpaare haben Scheren. Das fünfte Beinpaar wird zum Abdecken der Kiemen benutzt, als Schutz beim Graben oder bei der Fortbewegung durch Rückstoß. Das Opisthosoma ist zu einer Platte umgewandelt. Die Extremitäten sind auch plattenartig und tragen Kiemen. Ein weiteres Merkmal ist der Schwanzstachel. Eine weitere Klasse der Chelicerata sind die Pantopoda. Ihre systematische Stellung wird aber kontrovers diskutiert. Bei den Larven der Asselspinnen kommen Cheliceren vor, aber bei adulten Tieren fehlen sie oft oder sind durch Cheliforen ersetzt. Bei den Pantopoda sind Rumpf und Abdomen stark reduziert. Den tasterartigen Pedipalpen folgen die Uviga. Diese besonderen Extremitäten entspringen ventral und werden von den männlichen Tieren als Eiträger benutzt. Bei den folgenden vier oder fünf Laufbeinpaaren ist der Prätarsus klauenartig. Pantopoden besitzen einen Augenhügel, auf dem sich meist vier Medianaugen befinden. Ein charakteristisches Merkmal der Pantopoden ist der Proboszis. An der Spitze dieses Rüssels liegt der Mund, der aus drei borstenbesetzten Platten besteht. Die Gonaden der Asselspinnen liegen größtenteils in den Beinen. An den Femuren der Laufbeine befinden sich Genitalporen. Damit kann das Geschlecht bestimmt werden.